Jedem Generationen, für alle, die es nicht genau wissen, Generation ist ja ein Konzept. Dahinter steht die Logik, dass bestimmte Gruppen von Menschen geprägt werden von Ereignissen. Und jede Generation ist von bestimmten Ereignissen geprägt und diese Prägung setzt sich fort über das ganze Leben im Prinzip. Ja, und dann gibt es so seit einigen Jahren spürbar die Generation Z. Das sind so die so ab, haben wir schon lange diskutiert, ab wann es die Generation Z gibt. Das ist auch in Ländern unterschiedlich, da werden wir nachher nochmal diskutieren. Also bei uns in Deutschland, so ungefähr Anfang der 1990 sind die irgendwie geboren. Nicht irgendwie geboren, sie sind geboren. Das ist irgendwie falsch. Bedeutet, das ist eine andere Generation und das ist auch ein wichtiges Thema, weil die Generation ist anders. Viele Dinge, die wir zurzeit bei der Generation Y gehört haben, die wir auch gelernt haben, die wir auch geschätzt haben, ja, auch die Leistungsbereitschaft, auch die Idee, so zu arbeiten, wie wir das gerade jetzt im IT-Gipfel gelernt haben, so die Idee Work-Life-Blending ineinander übergehen, das will die Z halt nicht. Die wollen geregelt arbeiten zu gewissen Zeiten und danach ist gut. Da gibt es andere Dinge, die man tun kann. Das ist zum Beispiel die Generation Z. Und dieses Phänomen Generation Z ist ein internationales Phänomen. Das ist in Amerika genauso erforscht wie in England, Australien etc. Internationales Phänomen. Dann hat sich natürlich die Frage aufgedrängt, rauszukriegen, ja, was ist hier in Europa? Was haben wir hier eigentlich? Da gibt es jetzt mehrere Optionen. Wir können sagen, wir haben das Globale wie alle. Es kann aber auch die Option geben, dass es was typisch Europäisches gibt. Und es kann die Möglichkeit geben, dass es eine Kombination ist, verbunden mit der Idee, dass es ganz spezifische Merkmale in ganz spezifischen Ländern gibt. Das ist der Auslöser für das, was wir in unserem Projekt machen, indem wir eben versuchen rauszukriegen, was passiert in unterschiedlichen Ländern. Wie sind Generationen in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedlich aufgestellt? Ja, und dementsprechend lag das nahe, dass wir jetzt überlegen, was passiert in den Ländern. Und da haben wir jetzt ein kleines Projekt aufgesetzt, wo wir Experten aus den verschiedenen Ländern eingeladen haben, die uns in den letzten 2 Tagen berichtet haben, was passiert in diesen unterschiedlichen Ländern. Das ist die Logik, die dahinter ist. Es gibt gewisse Dinge, die sehr ähnlich sind, aber es gibt gerade in den verschiedenen Ländern in Europa wirklich große Unterschiede in bestimmten Punkten, die natürlich auch geprägt sind von bestimmten Ereignissen, die aber auch geprägt sind von bestimmten sozialen Situationen, von wirtschaftlichen Daten etc. In Russland, aber im gesamten Ostblock, war ja um das Jahr 1990 auch ein großer politischer Umbruch. So hat man wahrscheinlich dann ohnehin einen Generationenbruch. Die Leute, die noch die alten sowjetischen Zeiten gekannt haben und die schon in den neuen Systemen groß geworden sind, gibt es denn dort auch die Generation Z, wie man sie hier in Deutschland oder in Westeuropa benennt? Ist das bei Ihnen auch in der Wissenschaft ein Begriff überhaupt oder ist da die Generationentrennung eine andere? Die Generation Z hat so einen sehr wichtigen Unterschied, weil sie wegen der Digitalisierung. Und in Russland haben wir Generation Z seit 2000, nicht Jahre 1990, ja, wie zum Beispiel in Deutschland. Und es ist mit Politik verbunden, weil es ist die Zeit von Wladimir Putin. Sie haben keinen anderen Präsident, so sie haben sein ganzes Leben mit einem Präsidenten gelebt. Die Digitalisierung spielt eine große Rolle, weil die Generation Z, ich würde sagen, existiert nur in großen Städten existiert, weil Russland ist sehr, sehr groß und natürlich haben wir diese sogenannte Digital Divide. So nicht alle haben Internet und nicht alle haben eine Möglichkeit, alle neueste Medien zu benutzen. Also Digital Divide hast eine Trennung in die mitmachen und die ausgeschlossen sind, gewissermaßen. Es bedeutet, dass nicht alle haben eine Möglichkeit, ja, genau, neue Technologien zu benutzen. Ja. Es geht ja hauptsächlich um die Frage des Nachwuchses, den wir an Fachkräften generieren können und wie wir da uns aufstellen und auch gerade als Saarland uns optimal positionieren können, um die jungen Leute im Land zu halten. Sicher ist es so, dass wir an der einen oder anderen Stelle durchaus einen Fachkräftenachwuchs nicht mehr so generieren können, wie wir das in den letzten Jahren hatten. Dann stellt sich dann halt die Frage, weil die Arbeitsbedingungen, die wir für die Generation Z darstellen,
müssen ja auf die angepasst sein im Endeffekt. Und da wird die Frage sein, wie reagieren wir darauf und wie stellen die Unternehmen genau das sicher, dass sie diese Bedingungen auch irgendwie attraktiv werden lassen, damit uns die Leute nicht irgendwo anders abwandern, wo die Bedingungen anders sind. Und das ist meines Erachtens die größte Herausforderung, die sich da bezüglich Generierung von Fachkräften in den nächsten Jahren stellen wird. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass wir mehr darüber diskutieren, was kommt vielleicht danach, und nicht immer uns wirklich auf die Zeit einlassen. Das ist ein Grundproblem. Wir müssen uns mehr damit beschäftigen, mehr einlassen. Was danach kommt, natürlich gibt es eine Antwort. Es gibt zurzeit zwei Thesen. These 1 ist A für Angleichung, also die Idee, dass die Generationen sich etwas mehr angleichen, weil die Technologie sehr ähnlich ist in den Generationen. Also auch die älteren Leute machen Facebook zum Beispiel in der Hinsicht. Das ist die These A. Ich selber befürchte, dass es noch eine Chance gibt für eine eher negative Entwicklung. Das wäre dann die Generation B, die für Worte steht wie Brexit, Bataclan, Bosporus und so etwas. Das heißt, mit etwas Pech könnte eine Generation entstehen, die das Europa, was die Z erlebt hat, gar nicht mehr kennt. Ja, Herr Lehmer, last not least, wir sagen ja immer, im Saarland kommt alles 10 Jahre später an bei uns hier. Das hat ja auch Vorteile beim Weltuntergang zum Beispiel. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit als andere. Ist denn bei Ihnen die Generation Z schon aufgeschlagen in der Landespolitik, im Wirtschaftsministerium, wenn man in Kontakt mit Unternehmen ist, also gerade der Mittelstand, ist ja dann bei der Auswahl und Rekrutierung seiner Lehrlinge, das ist ja manchmal schwieriger als die Großen, die sich dann die Besten aussuchen können. Haben Sie da schon eine Veränderung beobachtet, oder ist das für Sie eher noch ein Phänomen, das noch etwas, wie gesagt, 10 Jahre Abstand vielleicht etwas später bei uns aufschlägt? Es ist sicherlich so, dass die jetzt ganz jungen Menschen, die jetzt gerade aber erst auf den Arbeitsmarkt gehen, die sind ja noch gar nicht so richtig da, ne? Also das fängt ja jetzt gerade so an, dass die sicherlich, wie beschrieben, halt eben gerade den Punkt zwischen Work-Life-Balance etwas anders schieben, halt eben in die Richtung, ja, dass sie sagen, also sie ist eben, es gibt von Montag bis Freitag, da arbeite ich vielleicht auch hart, aber ich will sehen, dass ich vielleicht so Samstag, Sonntag halt eben meine Freiräume habe, dass ich da nicht mein iPad, iPhone dann auch noch irgendwie dienstlich verlinke und dann gucke, dass mein Chef irgendwas gerade sagt und ich dann vielleicht sogar Samstag, Sonntag noch reagiere. Also das sind wohl ganz aktuelle Entwicklungen, dass da mehr Abschottung in das Private reingeht. Diese Generation Z, die da jetzt am Wirken ist, natürlich mit ihren ganzen Möglichkeiten, die ist ja, wie gesagt, digital mit jetzt aufgewachsen, Möglichkeiten hat hier gewisse Vorteile zu erringen, und das begleiten wir natürlich. Und genauso, ich habe eben gesagt, Digitalisierung, das bedeutet natürlich auch, dass wir im Grunde ja permanent, und das gilt ja für alle Generationen, also für alle Generationen, die noch auf dem Arbeitsmarkt sind, für mich, für W, für X, für Y, für Z, dass man sich ständig weiterbilden muss. Das Thema Fortbildung ist ein Prozess, der nie so wichtig ist wie heute. Das wird in den nächsten Jahren auch für die Generation Z, die jetzt, wie gesagt, verstärkt auf den Arbeitsmarkt drückt, ganz wesentlicher Punkt sein, dass wir hier entsprechende Unterstützung anbieten. Also kurz und gut, ich habe nicht die große Angst, dass wir jetzt mit der Generation Z eine Generation bekommen, die wirtschaftlich sich irgendwie, die wirtschaftlich abgehängt wird. Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, nochmal durch die Verbesserung der Erwerbschancen, glaube ich, dass die Generation Z sehr, sehr gut dastehen wird. Wo es jetzt für uns schwierig wird, und da gebe ich allen recht, die es gesagt haben, wir müssen überlegen, wie wir damit umgehen. Wir müssen die Z im Land halten, wir müssen ihnen Perspektiven bieten, gerade angesichts der Idee, was Digitalisierung wirklich verändert. Und es verändert viel. Es verändert wirklich viel, und das spürt die Generation Z, auch dass sich viel verändert. Und da haben wir im Wesentlichen zwei Perspektiven. Wir können entweder sagen, wir passen die Generation Z an das, was wir glauben, was sie tun muss. Das ist die eine Idee. Die ganz andere Variante wäre, dass wir uns ein bisschen den Kopf zerbrechen, wie Sie es auch so schön gesagt haben. Wir überlegen, wie könnten wir die Arbeitsplätze so machen, dass die auch der Vision der Generation Z entsprechen. Und das halte ich für einen sehr positiven Ansatz. Denn die Arbeitswelt der Zukunft ist eine positive Arbeitswelt, in der tolle Dinge passieren. Und da brauchen wir gar nicht mit zum Drohpotenzial kommen, ihr müsst das jetzt endlich mal lernen alles, ihr müsst immer mal flexibel werden. Nein, gucken wir doch mal, wie die Vision von der jungen Generation Z ist und schauen mal, wie wir das in die Arbeitswelt reinkriegen, wie wir da eine neue Arbeitsqualität bekommen. Andere Generationen haben auch neue Arbeitsqualitäten erfunden
Wir haben ja auch unsere Welt erfunden, wie wir sie haben wollten. Warum soll die Generation Z das nicht machen? Also ich habe noch viel mehr mitgeschrieben, das reicht jetzt mal fürs Erste. Natürlich möchte ich allen anderen, inklusive dem Podium, unserem Chefmoderator und Ihnen auch fürs Herkommen danken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, genießen Sie ihn, draußen gibt es noch ein bisschen was zu trinken. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, Silvester, Ostern und alles und genießen Sie es. Tschüss dann, Dankeschön.